Wir üben heute gemeinsam Lektion 104. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Der heutige Gedanke ist eine Weiterführung der Idee, dass Freude und Friede nicht bloß eitle Träume sind. Sie sind dein Recht, um dessen Willen, was du bist. Und Freude und Friede sind mein Erbe. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Heute entfernen wir alle bedeutungslosen und selbstgemachten Gaben, die wir auf den heiligen Altar legten, wo Gottes Gaben hingehören. Und Freude und Friede sind mein Erbe. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Wir machen einen heiligen Ort in unserem Geist frei, vor seinem Altar, wo seine Gaben des Friedens und der Freude willkommen sind und zu dem wir kommen, um das zu finden, was uns von ihm gegeben ward. Freude und Friede sind mein Erbe. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Wir kommen heute zuversichtlich hin, dessen bewusst, dass das, was uns in Wahrheit angehört, das ist, was er uns gibt. Ich will nur Gottes Gaben der Freude und des Friedens. Ich suche nur, was in Wahrheit. Ich will nur Gottes Gaben der Freude und des Friedens. Freude und Friede sind mein Erbe. Ich suche nur, was in Wahrheit. Ich will nur Gottes Gaben der Freude und des Friedens. Ich suche nur, was in Wahrheit. Ich will nur Gottes Gaben der Freude und des Friedens. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört.